sie glaubt an was und sie kämpft. Und das finde ich schon eine beeindruckende Charaktereigenschaft. Was ist diese Grundsubstanz, die Chris Kraus in ihm gesehen hat und dann in die Figur gepackt hat? Und das war diese positive Ader. Auf den anderen wieder zuzugehen oder zuzulassen, dass der andere auf einen zukommt. Ich glaube, aktueller geht's nicht. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung des Kinomagazins. Ich bin hier bei der Premiere von 15 Jahre. Hannah Herzsprung spielt darin die Figur Jenny von Löwen. Und der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, denn sie hat diese Figur schon mal im Film 4 Minuten von 2006 gespielt. Die Geschichte dieses Films wird jetzt in 15 Jahre fortgesetzt. Und wie, das seht ihr jetzt. Die Pianistin Jenny saß 15 Jahre im Gefängnis. Wegen eines Mordes, den sie nicht begangen hat. Nun jobbt sie als Reinigungskraft in einem Konservatorium, wo sie ihren früheren Bewunderer Harry wieder trifft. Er macht sie mit dem syrischen Klavierspieler Omar bekannt und schlägt vor, dass die beiden bei der Musiktalentshow des Popstars Gimme More mitmachen. In diesem erkennt Jenny ihren Ex-Freund wieder, für den sie ins Gefängnis ging. Ihr überwältigendes Bedürfnis nach Rache gefährdet schon bald alles, was sie sich gerade aufzubauen versucht. Man muss dafür bezahlen, wenn man was getan hat, und zwar jeder. Was machst du in meiner Sendung? Dich umbringen, was sonst? Hannah, was hat dich an der Jenny denn generell so persönlich am meisten so fasziniert oder angesprochen? Ich finde es schon erstaunlich, dass ein junges Mädchen, die so viel erlebt hat und dieses Traumata hat und eben, was ich vorhin gesagt habe, dieser Schmerz und wie sie damit umgeht, dass sie es jetzt geschafft hat, eben diesen Weg der Vergebung zu gehen und überhaupt weitermacht. Also, dass ihr Leben und sie ständig in Bewegung bleibt und dass sie nicht aufhört, an sich oder an irgendwas zu glauben. Man weiß es ja bei ihr nicht so genau, an was es immer ist. Aber sie glaubt an was und sie kämpft. Und das finde ich schon eine beeindruckende Charaktereigenschaft, auch wenn sie bei ihr nicht immer so richtig gut umgesetzt wird, diese Charaktereigenschaft. Aber das finde ich das Tolle, was Chris auch so wichtig war, dass man immer so ein bisschen einfach diese Weichheit und Durchlässigkeit und Sensibilität bei ihr trotzdem auch spüren darf. Und dass er das dieses Mal bei 15 Jahren so herausgearbeitet hat, dass man sich auch wirklich mit ihr verbindet und dass man nicht denkt, sie ist jetzt per se unsympathisch oder man geht nicht so mit ihr mit. Und das hat er, finde ich, so fein geschafft und wir zusammen so durch dieses Spiel so entwickelt. Und ich bin total froh, dass das hoffentlich so übermittelt wird. Solange du lebst, verschwende dich? Genau. What does it mean? Hau alles raus in den paar Sekunden, in denen du hier bist. Genau wie du es machst. No fear. Die Figur des Omar hat Regisseur und Drehbuchautor Chris Kraus an einen realen syrischen Flüchtling angelehnt. Wie war das, jemanden zu spielen, der sozusagen auf einem realen Menschen basiert? Mhm. Also für mich war das erstmal so interessant, dass es eine neue Herangehensweise war. Ich suche natürlich immer reale Menschen, die diese Facetten haben, die ich sozusagen mir aneignen kann für die Figuren. Aber da war jetzt wirklich eine ganze Person, die es gilt irgendwie, ich sag mal, nicht nachzuspielen. Es war ja nicht so, dass ich ihn gespielt habe. Er ist vor allem auch da. Wo ist er? Da vorne steht er mit dem Hemd. Ja? Da vorne, er am Ahmed, ja. Sondern für mich war es interessant zu wissen, was ist diese Grundsubstanz, die Chris Kraus in ihm gesehen hat und dann in die Figur gepackt hat. Und das war diese positive Ader. Und sie dann live zu sehen, ich habe ihn dann auch getroffen und habe mit ihm gesprochen, das war wirklich sehr hilfreich. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, die vier Rollen nimmt, für die du die deutschen Filmpreise gewonnen hast, also Systemsprenger, Berlin, Alexanderplatz, Lieber Thomas und im Westen nichts Neues. Das waren sehr unterschiedliche Charaktere. Jetzt hast du mit Gimme More nochmal einen, der nochmal ganz anders ist. Also wie war es für dich, diese Figur zu spielen? Hey, eine schöne Reise. Ich hatte wahnsinnig lustige und herausfordernde Momente. Gefühlt wurde das Ganze von einer fantastischen und scheinbar niemals müde seienden Hannah Herzsprung. Es war für mich schon eine Ehre, 4 Minuten weiter zu erzählen. Und ich glaube, die größte Herausforderung war, mit einem gerade mal 4 Monate alten Baby auf der Gitarre ein Lied zu performen. Die Angst zu verlieren, das ging mir bei Systemsprenger damals schon so, als ich so ein 3-monatiger altes Baby nur auf dem Arm halten musste. Die persönliche Angst, Obhutnahme, die man so hat,
klar beizubehalten, aber dann trotzdem noch irgendwie die Rolle, den Charakter zu erzählen, das fällt mir wahnsinnig schwer. Und darauf zu vertrauen, dass dieses Baby anscheinend Lust darauf hatte, dieser Gitarre zu lauschen und das irgendwie ziemlich beruhigend fand, ja, das war am Ende, ich glaube, der anstrengendste Drehtag für mich seit langem. Und was Arabisches. Seid ihr sicher? Ja, wir sind sicher. Best of luck. Wie war es für dich, in diesem Film eine Jurorin in dieser Castingshow zu spielen? Total aufregend, weil das meine erste richtige Filmrolle war. Ich bin sonst Moderationen gewohnt und das ist natürlich ein ganz anderer Ablauf, aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und du hast ja auch einige Szenen so mit Albrecht Schuch gehabt, der für mich einer der großartigsten Schauspieler ist, die wir haben. Ich meine, viermal für den Deutschen Filmpreis nominiert, viermal gewonnen. Eine Wahnsinnsbandbreite an verschiedenen Rollen und hier ja nochmal einen ganz anderen Typ. Also wie war das? Wie hast du ihn erlebt? Ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil das für mich natürlich auch ein ganz großer Schauspieler ist. Und ich habe ihn total nahbar und nett erlebt. Er hatte immer seine Gitarre dabei und ist auch wirklich akribisch, was seine Rolle angeht. Brücken zu bauen bedeutet das größte Glück. Talent ist niemals begrenzt. Talent ist grenzenlos. Und deshalb liebe ich Unicorn. Wie war es für dich, in dem Film, also diesen Moderator der Castingshow zu spielen? Es war total abgefahrene, absurde, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Schon am Set war es total wild und verrückt und gefühlt größenwahnsinnig. Und ja, ich kann die Absurdität gar nicht einordnen, aber es hat großen Spaß gemacht. Natürlich an der Seite von Hanna Herzsprung und Albrecht Schuch. Und dann so die Show in der Show, der Film, oder die Show in dem Film zu begleiten. Und alles war so Hochglanz und ich kannte ja, habe schon so die ein oder andere Show-Erfahrung, würde ich mal so sagen. Und ich mag irgendwie, ja, dass dieses krasse Thema eingebettet ist in so eine Leichtigkeit. Und das war irgendwie schön, dem habe ich natürlich gern ein bisschen Schwung verliehen. Ja, was würdest du sagen, was ist so für dich die Essenz des Films? Na gut, also ich denke, an dem Untertitel »Solange du lebst, verschwende dich« kann man ja divers betrachten und gleichzeitig divers ist schon das richtige Stichwort, was auch einen Teil der Essenz ausmacht. Die Andersartigkeit, die Einzigartigkeit in der Andersartigkeit, aber dieses Verschwenderische, ich finde Liebe ist sowas Verschwenderisches, was ja im ersten Moment oder auch im nächsten und übernächsten nicht sowas Konstruktives den Marktrichtlinien oder Ökonomie folgend taugt. Und gerade deshalb ist Liebe ja auch so was Schönes, Verschwenderisches. Und darin steckt für mich ganz viel von der Essenz des Films. Aber der Film ist meiner Meinung nach so facettenreich und so breit, vielfältig aufgestellt. Die Essenz des Films ist für mich, glaube ich, dass man zu seinen Idealen stehen muss und die auch viele Jahre später noch weiter verfolgen sollte. Vergebung. Vergebung. Ein wahnsinnig schönes Wort, ein noch viel schönerer Vorgang, wenn man es schafft. Also ich glaube, dazu gehört viel, auch von beiden Seiten, aber vor allen Dingen von dieser eigenen Verletzung oder von diesem, ja, erstmal wegzukommen, das zu verarbeiten und dann auf den anderen wieder zuzugehen oder zuzulassen, dass der andere auf einen zukommt. Ich glaube, aktueller geht's nicht. So. In welcher Lebenslage auch immer. Ob das auf der großen politischen Bühne ist oder im kleinen untereinander, miteinander. Es ist, ja, können wir uns alle wieder mal dran erinnern. Sie haben ihn also gefunden? Nein, er hat mich gefunden. Dieser Film erzählt ja so eine Rache- oder auch Vergeltungsgeschichte. Und das sind ja so meist Geschichten, die einen sehr in den Bann ziehen. Was glaubst du, woher kommt die Faszination bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für solche Stoffe? Ich glaube, Rache ist eines der großen Themen, die den Menschen generell beschäftigt, obwohl ich es natürlich ein bisschen schwierig finde, weil Rache, weiß ich jetzt nicht, ob das immer so was Schönes ist, aber ich glaube, es fasziniert den Menschen, weil man dann eine Geschichte sehen kann, die einen Hintergrund hat, die eine, sozusagen einen Background hat, aus dem man dann heraus wachsen kann. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man irgendwie denkt, ach, da bin ich drüber hinweg. Wenn man dann so viele Jahre später wieder drauf kommt, dann merkt man, das blubbert doch irgendwie noch so im Magen und man will sich irgendwie, man will sich Genugtuung verschaffen. Ich glaube, das ist ein ganz menschliches Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gehe mit dieser Figur mit und erlebe eine Verarbeitung von einem unglaublichen, ja, Schmerz.
Und war einfach wahnsinnig gebannt von dieser Frau. Ja, und die Frage der Vergeltung, ich finde, ich bin selber so ein wahnsinnig vergesslicher Typ, bei mir erlebe ich es immer eher so von alleine. Deswegen, ich bin auch wirklich nicht so nachtragend. Ich finde es einfach nur wahnsinnig faszinierend, ihr bei dieser Reise zuzuschauen. Würdest du sagen, dass sich vielleicht das deutsche Kino generell mehr solche, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen provokanteren Filme wie 15 Jahre trauen sollte? Auf jeden Fall. Also wir brauchen immer aber provokante Themen, provokante Filme, Figuren. Wir müssen uns immer reiben mit irgendetwas. Also es bringt ja nichts, wenn wir jedes Mal dasselbe reproduzieren. Wir müssen immer weiter nach vorn schauen, avantgardistisch denken und so sieht es aus. Wir müssen es genauso machen wie alle anderen auch, die erfolgreich sind mit ihren Arthouse-Filmen und auch kommerziellen Filmen. Immer weiter nach vorne gehen. Unbedingt trauen, ausprobieren, machen, ins Genre reingehen, finde ich immer gut. Und das ist auch, glaube ich, für alle interessant, weil soweit je weiter das Feld sich öffnet, desto mehr kann man einfach ausprobieren und auch dem Zuschauer einfach ein anderes und neues Erlebnis geben. Unbedingt. Ja, keine Angst. Ich finde, wir haben ein fantastisches Kino. Es gibt unglaublich vielseitige deutsche Filme, gerade momentan. Ich bin immer sehr auch da für Diversität, auch was Genre angeht. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig stärken können. Und ich finde diesen Film total mutig und mir hat er großen Spaß gemacht. Ich habe ihn überhaupt nicht als lang empfunden. Ich war von Anfang bis Ende sehr begeistert dabei. Und ob das deutsche Kino jetzt insgesamt sowas mehr braucht, also wir brauchen auf jeden Fall Hannah. Ihre Vergangenheit, Jenny, ich weiß nicht. Die geht einfach nicht vorbei. Sie müssen Dinge tun, um sich die Dunkelheit vom Leib zu halten. Sie müssen lernen, da draußen zu überleben. Wie nimmst du generell so die Entwicklung von, sag ich mal, solchen komplexen, vielschichtigen, vielleicht auch widersprüchlichen Frauenfiguren wahr im deutschen Kino? Was hat sich da so getan? Also ich hoffe, das tut sich immer mehr und ich hoffe, dass auch jetzt vielleicht mit solchen Figuren da auch noch mehr Neugier und Aufmerksamkeit drauf fällt. Deshalb wäre es so wichtig, dass wir auch ein gutes, starkes Publikum bekommen, ein gutes Feedback, dass man sich traut, auch mehr solche wirklich charakterstarken, in allen Facetten Frauenfiguren zu erzählen. Also ich wäre dabei. Ich würde auf jeden Fall zum Casting gehen und mich bewerben. Das ist meine Musik für dich. Das war es jetzt hier von der Premiere zu 15 Jahre. Ich bin vom Film wirklich extrem begeistert. Das ist einer der wenigen Fälle, wo eine Fortsetzung den eh schon sehr, sehr starken Vorgängerteil tatsächlich noch übertrifft. Ich gebe wirklich die Höchstwertung 10 von 10 Punkten. Und wenn auch ihr jetzt neugierig geworden seid, der Film läuft seit 11. Januar im Kino.